So, herzlich willkommen zurück hier im Let's Play zu Diablo 1 und wir befinden uns am Eingang zu Level 9 und werden direkt hinabsteigen in die nächste Ebene der Hölle oder der Vorhölle. Und jetzt sehen wir schon... It's hot down here. Ja, es ist hot down here. Nicht nur hot in the air, sondern auch hot down here. Genau, also wir befinden uns noch näher am Ort, wo sich Diablo versteckt hält. Deswegen haben wir hier noch eine neue Umgebung. Die war auch irgendwie ein bisschen... Okay, das ist der Krieg. Oh, ich glaube, der kriegt Feuerschaden, ne? Okay, aber die gehen sehr schnell kaputt, das ist gut. Potion of Full Healing. Ja, los, komm doch her, du Penner. Das ist dieser komische Magma-Dämon. Okay. Ist das so? Wenn man drüber geht über diese Magma-Pfützen, die hinterlassen beim Sterben, dass man dann auch Schaden kriegt? Irgendwie war mir das gerade, als wenn das nicht so ist, sondern nur die Wurfgeschosse und der Schlagschaden Schaden macht. Hm. Gut, Chest. Gold, Gold. Oh, guck mal, wir sammeln schon wieder Gold dann ohne Ende hier. Ja, und da muss... die E-Gitarre? Der Bass? Was ist es überhaupt im Hintergrund? Ist das ein elektronischer Bass? Ich glaube, ne? Der da so in der Musik so schön rumdödelt. Was ist das denn? Ein Mudrunner! Hauptsache kein Blackrunner. So. Und Scale Mail. Scale, Junge. Besser als Quilted Armor auf jeden Fall. Schmeiß mal den mal raus. Scale Mail. Also eine Schuppenpanzerung. Um das mal zu übersetzen. Alter, sind die schwach? Scroll of Inferno. Ach, guck mal, der kann sogar Türen öffnen. Hallo. Boah, der geht auch mit einem Schlag down. Alter, das Investieren in Strength, also Stärkepunkte, bringt wirklich was. Machen so einen geilen Grunddamage hier. Okay, das ist mir jetzt aber ein bisschen too much auf einmal. Also, oh, da ist sogar ein spezieller Dämon. Okay, der ging gerade nicht so schnell kaputt. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Haben vielleicht Pech beim Schadenswurf gehabt. Die Werte werden ja mal ausgewürfelt dann. Okay, der macht ein bisschen mehr Schaden. Ist aber auch sehr schnell down. Small Shield. Oh, das könnte jetzt vielleicht besser werden wie dieses hier. Ja, kommt drauf an, was es ist, ne? Müssen wir mal abwarten. Guck mal, da kommt noch ein Freund. Auch er verabschiedet sich still und leise. Um Servus zu sagen. Potion of Full Mana haben wir auch noch gekriegt. Ach, hier ist ja auch noch ein Freund. Ja, und da steht einer hinter mir. Oh, es ist alles so scheiße. Ja gut, die Ebenen der Höllen sind vielleicht nicht der angenehmste Ort, das gebe ich zu. So, Leiden ist immer unschön, Schmerzen sind unschön. Aber, ja, wo geht's denn da drüben eigentlich lang? Ich sehe gerade, das ist noch ein Treppensymbol. Down to Level 10, direkt nebenan. Ja, läuft bei uns. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Diese Musik, ne? Also die ist ja schon irgendwie atmosphärisch richtig geil gemacht, das muss man mal so sagen. Das ist schon echt geil gemacht. Aber immerhin habe ich jetzt Fastest Hit Recovery, das ist richtig gut. Können wir schnell wieder zuhauen und Räume erkunden, in denen nichts ist. Die nur gefühlt ein Quadratmeter groß sind. Ja, gut. So, wo ist denn hier der nächste, der was auf der Mütze hat? Ah, okay, ich sehe schon, da haut sich einer den Kopf ein. Das kann wieder nur so ein Dämon sein. Irgendwo geht eine Tür auf. Viele Gegner laufen wild durch die Gegend und wissen nicht, was sie wollen. Okay, das sind diese blöden Spucker. Die will ich jetzt aber nicht, jetzt reicht's mir einmal. Okay. Alter, zu viele! Holy shit, holy shit! Boah, jetzt wird's aber unangenehm. Alter! Wenn die einen... Boah, wenn die einen umrunden, ne? Das ist echt unangenehm, weil die auch häufig treffen. So.
Da hau ich sie kaputt. Aber wie gesagt, wenn die einen richtig umrunden, die Gegner, sind die immer, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, da sind die immer so unangenehm, egal was für ein Gegnertyp es ist. Holy fuck. Scroll of Inferno, okay. Oh, da haben wir gerade ganz schön gefressen, ey. Das ging aber auf einmal richtig zügig. Da waren sie alle zur Stelle. Auch hier wieder einige. Da unten läuft auch wieder einer rum. Sag mal, willst du mich verarschen? Potion of Healing, klack rein damit. Das kann schon echt unangenehm werden. Warte mal, Book of Inferno. So, da ist schon mal keiner mehr. Das ist ja auch ein großer Raum hier, ne? Dann Truhe, warum auch immer hier eine Truhe ist. Potion of Mana. So, diesmal lasse ich mich gar nicht erst umrunden, sondern mach die Viecher einfach so platt. Dann haben sie nämlich keine Chance bekommen. So. Das Aggro zu ziehen ist dann in so einem offenen Raum nämlich gar nicht so gut. Dann lieber draufhauen und die Gegner verringern. Aber die machen auch ordentlich Damage. Also, Feuerresistenz würde sich hier wirklich lohnen. Alter, oben sind wieder so viele. Halt. Du nicht. Du auch nicht. Freunde der Sonne. Jetzt gibt's erstmal hier. Jetzt gibt's erstmal auf die Nüsse. Okay. Einer nach dem anderen. Ich habe für jeden was. Bastardzock und irgendwas. Da ist irgendwas fallen gelassen worden. Ringmail! Unidentifiziert. Boah, nicht schlecht. Die ist aber schwächer als die Scale Mail vom Armorwert her. Aber wer weiß, was sich dahinter verbirgt an Fähigkeiten. Bastardschwert unverzaubert brauchen wir vielleicht jetzt nicht. Bam, 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 bam. Och, der läuft dann allein rum. Dann möchte mir noch ein bisschen Damage machen, okay. So, auch ihn haben wir jetzt. Ja, klack. Klack. So, jetzt haben wir die letzten Heilungssachen hier reingeladen in unser Inventar. Oder in unsere Schnellleiste vielmehr. So, hier unten ist noch irgendwie abgezäunter Bereich. Mana-Potions ohne Ende hier. Okay, haben wir auch. Magma-Dämon. Resistet natürlich dem Feuer, das ist klar. Der ist Feuerresistenz. Resistent vielmehr. Up to Town! Jawohl, haben wir endlich wieder Up to Town gefunden. Sehr schön. Weil dann sparen wir uns die letzten drei Town-Portals nochmal auf. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, Freunde, guck mal. Ich habe Freunde gefunden. Ganz viele. Gehörnte Freunde. Das sind keine Einhörner. Also doch, sind sie schon, aber naja. Studded Leather Armor. Okay, dann nehmen wir das mal für den Stab. Sieht auch lustig aus. Alles zu identifizieren. Alles magische Waffen, das nicht. Da ist noch ein Slain Hero. Rest in peace, my friend. I gotta pawn some of this stuff. Und der hat noch eine Breastplate. Oh, geil, Omad. Geil, da können wir gleich nur richtig fett alles wieder identifizieren. Rest in peace, my friend. So, ja, geil. Das hat sich ja richtig gelohnt, diese Ebene wieder hier. War zwar ein bisschen anstrengend zuweilen, aber hat sich schon gelohnt, was den Loot angeht. So, jetzt wollte ich da oben aber noch in die, in den Verschlag oder was das hier ist. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Aua, ja, Schaden gibt es hier für mich. Irgendwie alles Explosionsfässer sind, danke. Und sonst gab es hier nichts, okay. Das war also nur zum Trollen gedacht. Interessant, da haben wir noch einen Small Chest rumliegen. Mit Rags. Ach, weißt du was? Das reicht nicht, ne? Mist, das ist zu groß. Blöd. Shit, ne? Wir kriegen das nicht mit. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal wiederkommen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann nehmen wir die Potions wieder auf. Potion of Mana, Potion of Mana. Potion of Minimine Mana. So, war hier noch irgendwo irgendwas, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht, ne? Ich kann ja nochmal hier durchscrollen.
Ah, da oben könnte ich eventuell noch was übersehen haben. Da gucke ich jetzt noch mal kurz rein. Kann ich nicht hier oben lang? Sag doch mal. Ja. Down to Level 10 ist ja hier. Ach, das war einfach nur ohne Levelbegrenzung irgendwie. Also, die wurde zumindest nicht eingezeichnet. Nee, ich bin hier. Ach, ich hab ja die Karte verschoben. Ich bin ja eigentlich da. Okay. Ja, okay, gut. Dann habe ich mich jetzt gerade ganz vertan. Dann geht es hier wohl doch noch weiter. So, hier musste ich nämlich noch lang. Guck mal, jetzt haben wir eine Small Chest mit Gold. Nehmen natürlich alles mit. Ja, ein paar Leute sind hier noch unterwegs, so gar nicht mal so wenige. Und Level up! Alter, werdet ihr denn wohl mir mal meine 5 Stärkepunkte geben? 69 sind wir schon. Irgendwas war hier fallen gelassen worden. Ein verzauberter Ring, ja geil. Boah, meine Fresse, wir finden hier Loot ohne Ende. Da geht das Level nochmal weiter. Okay. Boah, Alter, das ist mir aber doch ein bisschen hart gerade hier. Pull and. Da oben läuft noch irgendwas Spezielles rum. Also irgendein Spezialgegner. Oder? Irre ich mich jetzt? Nö, ich habe mich geirrt. Das war wohl doch kein Spezialgegner. Ich dachte. Ich hätte da oben was leuchten sehen. So, geht's hier unten noch weiter? Oder geht's mal hier lang? Halt, da unten ist auch noch einer. Immer eine gute Idee, Türen öffnen. Ach, hier ist wieder nichts in dem Raum. Ja, super. Aua! Er hat mich gehauen, der böse Mann. Kann ich hier immer noch nicht treffen. Boah, ist das fies. Jetzt muss ich ganz außen rumlaufen und der kann mich die ganze Zeit bewerfen. Mit Kacke kann er mich bewerfen, sozusagen. Ja, nicht ganz, aber mit Magma ist ähnlich schlimm. Nicht getroffen. Nee, 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 nee. Da ist er. Lass mich raten, hier ist auch nichts mehr. Nee, da ist nichts. Das hätte ich schon gesehen. So, wenn hier im Hintergrund wieder irgendwie rumgestöhnt wird, wahrscheinlich. Ja, gut. Man könnte depressiv werden bei dem Spiel, wenn man Too much aufpasst. Baggage. Oh, ich kann noch nicht mal mehr einen Mana-Trank mitnehmen. Daran sieht man mal, wie komplett überladen ich eigentlich inzwischen bin. Ist ja gut, Junge. Beruhigt euch. Papa ist ja gleich da. Ist ja alles gut. Für jeden habe ich hier eine Portion Schläge übrig. Also werdet ihr bald von euren Qualen befreit. So, hier war der Spezialtypi. Oh, 90 Goldpieces hat man noch hier liegen lassen. 98, okay. Nicht, dass ich überall hier noch Gold liegen lasse. Das geht natürlich überhaupt nicht. 2820 haben wir mal eben hier unten mitgenommen. For free. Plus das, was wir natürlich als Items hier jetzt auf der Hand liegen haben, was wir wahrscheinlich komplett nicht benutzen können, beziehungsweise vermute ich mal komplett Loot ist, den wir nicht brauchen werden. So, up to town. Unser Lichtrad ist jetzt auch ganz okay eigentlich inzwischen. Oh, das ist jetzt hier. Da, wo wir gerade lang kamen bei dem Jungen. Da oben ist Word. Und hier oben sind die Caves. Ja, down to Caves, genau. In den Psst, Höhlen. over here. What have you got? Hammer of Vampires. Steals 5% Mana. Aber Damage 5 bis 9, ja. Also wenn wir das hier als gemaxten Damage haben, 25 bis 38, dann tausche ich jetzt nicht mit einem Hammer, der 5 bis 9 hat. Und selbst das Schwert hat ja eigentlich einen geringen Grundschaden, aber halt plus 71% Damage als zusätzlichen Buff. Das macht dieses Schwert halt so besonders. Weswegen ich das wohl auch noch einige Zeit einsetzen werde, wenn nicht Good alles falsch day. läuft. How may I serve you? So, hier gibt's auch nichts Neues, sie haben alles durch. Quests gibt's von den Greetings, good aktuellen. master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Hier sieht's auch gut aus. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ringmail, den hatten wir von diesem Adventurer bekommen, von dem Toten. Mail of the Moon, plus 5 zu allen Attributen und Armor 17. Das ist natürlich nett. Okay,
ob ich das brauchen kann, müssen wir gleich mal gucken. Ich habe mir nicht mehr in Erinnerung, was wir gerade als Armor drauf haben. Eine Breastplate, Ivory Plate, Resist Magic plus 38%. Holy fuck. Ich erinnere mich noch an Gegner weiter unten in der nächsten Umgebungsebene. Da gab es, glaube ich, so komische, wie soll man das sagen, so komische Vampirtanten oder sowas, die irgendwelche Magiebälle auf einen geworfen haben. Dafür zum Beispiel würde ich mir ganz gerne diese Ivory Plate aufbewahren, weil Magieresistenz 38% ist super, super nice für solche Gegner, weil man den meisten Schaden einfach mal wegblockt. Small Shield of the Eagle, Hitpoints plus 22, ja, das könnte man eventuell machen. Obwohl wir jetzt ja Strength plus 12 haben, ne? Studded Leather Armor of Stability, Faster Hit Recovery ist nett, aber auch nicht wichtig. Und ein Ring, Gold Ring of Power. Holy fuck, was ist das denn? Alter, was ist das für ein Ring? So ein gewöhnlich verzauberter Ring fliegt einfach mal irgendwo hin und gibt einem eine Trefferchance von plus 22% und einfach mal 15 Punkte auf Stärke. So aus dem Handgelenk. Alter, im Basten des Wortes aus dem Fingergelenk oder was? Was nehmen wir denn jetzt weg für? Wir haben ja nur zwei. Ah, shit. Okay, oh, da müssen wir. Ja. Okay, vielleicht ist das Imperium Brand der schwächere von den beiden Ringen, die ich jetzt drauf habe. Überlegen wir mal. Der Ring hier gibt uns nämlich erstmal einen Schaden weniger von den Gegnern, was sehr, sehr wichtig für später ist, weil da kassieren wir sonst ohne Ende. Wir sehen es ja jetzt da schon. Der Angreifer nimmt 1-3 Schaden. Das ist super, super wichtig, um die Gegner schnell platt zu kriegen, gerade wenn die immer stärker werden. Und der gibt uns auch noch Armor Class von 5. Wir haben jetzt ja 39. Das ist auch nicht allzu viel, das sollten wir nicht wegnehmen. Und Damages, Targets, Armor. Das ist, glaube ich, für die Spezialgegner wichtig. Okay, also wenn, dann würde ich das Imperium Brand abnehmen. Da haben wir zwar zwei Attributpunkte überall abgezogen. Uns fehlen 20% Lichtradius und das Fast Hit Recovery geht weg. Wobei, wenn wir hier Fastest Hit Recovery haben, heißt das ja schnellste Treffererholung. Und das ist schnelle Treffererholung. Das heißt, ich weiß nicht, ob die hier aufaddiert werden, die beiden Sachen, oder ob da nur das Beste gilt, also die Fastest Hit Recovery, und das andere dann irrelevant ist. Also sich gar nicht bemerkbar macht. Das weiß ich jetzt nicht. Und Absorbs Half of Trap Damage ist nett, aber auch nicht wirklich wichtig. Genau wie Light Radius. Das einzig Wichtige ist, dass es uns 2 Punkte auf jedes Attribut gibt. Wenn ich das rausnehme, verliere ich es natürlich. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ihr euch das mal anschaut hier, die Wahrscheinlichkeit zu treffen geht natürlich mal eben um 21% hoch auf 93. Wir verlieren eine Armor Class, das ist, können wir darauf verzichten. Und wir kriegen 2 Minimum Damage und 2 Max Damage dazu. Und verlieren natürlich 2 Punkte bei Magie, das ist unwichtig. Bei Vitalität ist ein bisschen ärgerlich, aber ist auch nicht so wichtig. Den nehme ich, der ist besser. Ganz ehrlich, der gibt uns hier so viel Stärke zu Wechsel. Von 90 auf 103. Und gibt uns damit hier nochmal Schadenszuwachs mit einem Schwert, das eigentlich einen so geringen Grundschaden hat, aber okay. Ja, die Ivory Plate, habe ich ja gesagt, die bewahre ich auf jeden Fall hier irgendwo im Dorf auf, weil die kann nachher auch richtig wichtig werden, das ist egal. Das da ist nett, aber im Vergleich nur ein Armor-Punkt Unterschied und die plus 12 Stärkepunkte verlieren wir natürlich, wenn wir das Shield of Power wegnehmen. Gut, dafür kriegen wir dann Hitpoints. Und dann verlieren wir aber wieder unsere 2 Schadenspunkte, das möchte ich auch nicht. Also kann das auch weg. Jetzt Mail of the Moon bringt uns plus 5 zu allen Attributen. Das ist natürlich auch unfassbar nice. Hat 2 Punkte mehr Rüstung. Allerdings verlieren wir 17% Resistenzen bei allen Dingen, also bei Magie, Feuer und bei Blitz. Ist eigentlich jemandem schon mal aufgefallen, dass hier Resist
Lüggetning steht. Merke ich gerade, hier fehlt ein I, aber okay. Da fehlt noch mehr. Da fehlt auch noch ein H. Lightning. Lüggetning. Das ist Lüggetning. Alter, ich hab Rechtschreibung gelernt, ey. Alter, rechte Schreibung, jo. Okay, fällt mir gerade auf, ist komisch. Ja, was machen wir jetzt? Also das Ding ist, ich kann das Ding anlegen. Ich krieg schon mal 5 Punkte auf alles. Also fassen wir mal zusammen. Wir gewinnen sogar 3 Class-Punkte hier auf Armor-Class. Das ist nett. Wir bekommen eine Hit-Chance, weil wir ja hier 5 auf Dexterity drauf bekommen, die nochmal von 93% auf 96% ansteigt. Das macht zwar nicht mehr ganz viel aus, ist aber vielleicht den ein oder anderen Hit nochmal drauf. Wir verlieren aber die Resistenzen 17% bei Feuer und Blitz und die 17% auf Magic drauf, sodass wir jetzt nur noch 30% haben. Also wisst ihr was? Auch das hier schmeiße ich hier mal hin und probiere es mal aus mit Mail of the Moon. Die beiden verkaufe ich. Das verkaufe ich, glaube ich, auch. Oder? Ah doch, ich glaube, das... Komm, wir sind so geil, wir packen das weg. Wir haben eh so viel Gold. Wir müssen nicht alles verkaufen, ist ja eh Quatsch. So, die Klamotten werden leider alle noch verkauft. Scroll of Inferno auch. Und das auch. So. Okay. Ich möchte mal gerade was probieren. Also, muss etwas verkaufen. Ja, gut, ist doch okay. Greetings! It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth. And there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge... Oh, Entschuldigung. Well, what can I do for... Ich hab's weggeklickt, das tut mir leid, warte. Greetings! It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth. And there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell. Find the anvil for me, and I'll get to work. Okay. Also, unser guter Griswold hat von einer Geschichte gehört, in der ein, jetzt muss ich gerade nach den Wörtern suchen, warte mal, in der eine Höllenschmiede erwähnt wird, also eine Hellforge, in der der sogenannte Anvil of Fury, also der Amboss der Wildheit sozusagen oder so ähnlich, gelegen hat. Und mit dem kann man ganz tolle Waffen spielen, deswegen möchte er den gerne haben. Also wir sollen ihn den sozusagen besorgen und bekommen dann von ihm eine ganz tolle Waffe. Wow, bin mal gespannt, what can was I do for you? Hört sich gut an. Mail of the Moon, ja, wir haben's ja. Kommen jetzt hier, Plem, 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 ganze Gold wieder weg. Wir müssen ja noch Shield of the Eagle und Armor of Stability verkaufen. Da haben wir wieder Geld. Hals voll davon sozusagen. Und jetzt kann ich die Topaz-Axt wieder nehmen. So, wir wissen ja, die braucht 80 Stärke. Wir haben eigentlich immer noch nur 69 Grundstärke. Uns fehlen 11 Stärkepunkte. Und gleich verlieren wir nochmal 12 Stärkepunkte, wenn das Schild abgelegt wird, weil das ja eine Zweihand-Axt ist. Aber, wenn ich 1 und 1 so zusammenrechnen kann, sind 108 minus 12 immer noch 98? Jetzt doof.
Nee, das wären ja minus 14. Nee, Quatsch. Hä? Ja, doch. 98. Okay. Ja. So, das heißt also, wir hätten, wenn wir das Ding anlegen, immer noch die Möglichkeit, es zu benutzen. Beim letzten Mal war ja das Problem. Dadurch, dass wir das hier verloren hatten mit plus 12 zu Stärke, hatten wir weniger als 80 modifizierten Stärkewert und konnten die Axt zwar auf uns nehmen, annehmen, tragen, aber nicht benutzen. Jetzt sind wir in den Genuss einer Waffe gekommen, die uns einen noch höheren Grundschaden, glaube ich, gibt und auf jeden Fall höheren Max-Schaden. Ich überlege gerade noch, ...28 bis 41... ...28 bis 45, also wir kriegen 4 mehr Max-Damage, sind natürlich von der Armor-Class nicht mehr ganz so gut, ne? Dafür hauen wir halt noch ein bisschen mehr zu. Aber es lohnt eigentlich nicht, wisst ihr was? Die Axt ist zwar eigentlich total geil. Ach so. Ah, okay, aber sie hat ein schlagendes Argument, diese Axt im wahrsten Sinne des Wortes. Sie gibt uns ja die Resistenz für alles, für Magie, Feuer und Blitz auf jeweils 15%. Und das ist das Argument, warum ich die Axt eher nehme, wie das Schwert und den Shield of Power. Auch wenn der Shield of Power super geil ist und es auch super geile Schutzwerte hier gibt, aber der Shield of Power, ja, der kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier nochmal 15% für alles an Resistenz bekommen. Und das ist definitiv genauso wichtig. So, klack, klack, wirf es weg. Sword of Punching war auch so ein Schwert, ne? Ach, da ging es um Targets Armor. Ich glaube, das können wir aber wegtun, weil das hat so wenig Grundschaden, wenn ich das hier nehme. Das ist lachhaft im Vergleich zu unseren anderen Waffen. Das dürfen wir gerne, auch wenn das Armor Piercing macht, das ist schön, aber das nützt uns nachher beim Höllenfürsten zum Beispiel auch nichts mehr. Zack. So. Ja, das können wir. Geh mal dahin. So. Lad ab. Und jetzt gehen wir noch kurz. Das mache ich dann offscreen. Also ihr seht ja auch, wir haben jetzt eine neue Skin sozusagen für unseren Charakter, weil wir jetzt diesen Ringmail anhaben. Diesen Mail of the Moon. Dann haben wir schon einen anderen Skin hier. Währenddessen wir hier eigentlich gleich noch die Klamotten hier verkaufen. Das werde ich, wie gesagt, offscreen machen. Werden wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, wenn wir mit den anderen... Obwohl das... Ja, ich überlege, wie machen wir das am besten? Okay, wir sehen uns nächstes Mal im Dorf wieder und dann quatschen wir noch mit den anderen Leuten hier über diesen Anvil of Fury, also den Amboss der Wildheit oder der Raserei oder wie auch immer. In der Zwischenzeit verkaufe ich das hier noch, weil das möchte ich nicht unbedingt in der Aufnahme haben. So, Folge wahrscheinlich wieder viel zu lang, ist aber auch egal. Ich wünsche euch alles Gute und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir uns noch tiefer Richtung Diablo bewegen. Bis dahin, macht's gut und ciao!